Hey Freunde, heute machen Danny und ich was richtig krasses und zwar bauen jeder ein Labyrinth und ich baue ein Labyrinth in Catnap und Danny baut ein Labyrinth in Dog Day. Das wird richtig krass, also bleibt dran. So. Okay, ich würde sagen, ich fange mal direkt an. Du fängst direkt an, ich fange auch direkt an. Ich habe auch schon ein paar Ideen rausgesucht, weil ich habe schon extrem lange keine Labyrinthe mehr gebaut. Das heißt, wir müssen auch mal was Neues machen und egal ob hier der oh, was baut er denn da? Aha. Was? Was nix? Gerade? Nein, ja, ich habe gerade Smiling Critters geguckt, so, genau. Okay. Upsi. So. Was mache ich hier eigentlich? Was mach, ja, ohne Spaß, was mache ich denn hier eigentlich? Okay. Ich habe echt viel zu lange keine Labyrinthe mehr gebaut. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich will aber was richtig Schweres machen. Was? Ja. Hey! Ich mach was für dich nicht was Schweres. Naja, also es muss ja schon eine Challenge sein. Ja, du hast recht. So, zack. So. Okay. So. Mal gucken, ob ihr eine Ahnung habt, was ich mache. So, zack, zack. Das ist, da ist ein Eingang. Und hier. Okay. Das ist halt ein bisschen Platzmangel. Irgendwie, ich habe Gefühl, man hat weniger Platz als bei den anderen, oder? Irgendwie, wenn man oder hat man mehr Platz? Ja. Boah, ich weiß nicht. Also bei mir habe ich richtig viel Platz, also bei Dog Day. Und schreibt mal in die Kommentare, welchen Smiling Critter euer Liebling ist. Also mein Lieblings-Smiling Critter ist Boba Fand. Also wahrscheinlich, weil er hellblau ist. Und was ist dein Lieblings-Smiling Critter? Ehrlich gesagt, ja, Hopscotch finde ich cool und Catnap. Hopscotch und Catnap, okay. So, dann muss ich hier, so zack, zack. Und warum Catnap? Ich finde ihn einfach cool, er ist doch halt der Hauptcharakter. Nur weil er der Hauptcharakter ist, okay. So. Dann mache ich mal hier eine Falle. So, dann geht's hier weiter. Zack, das ist schon richtig gut, was ich hier mache. Muss ja, ich ja, meins ist besser. Dann geht's hier runter. So. Weiß ich jetzt nicht. Und wo sind wir denn hier? Hallo, wo bin ich denn hier? Was ist denn los, Buffalo? Wo habe ich mich denn ach so, deswegen habe ich nichts gesehen. Der Kopf ist nicht ausgeholt, so, ist komplett voller Blöcke und ich dachte mir so, wo bin ich denn hier? Bei mir ist der ausgehöhlt. So, perfekt, dann habe ich hier, so, hier kommt die Kiste hin. Hier kommt ein Preis für Dandy rein. Den ihr erst am Ende. Also, ich habe halt den Weg gebaut. Jetzt gleich kommen erst die Fallen. Das dauert noch ein bisschen. Also. Oh. Kommt hier jetzt ein Preis rein, den ihr erst am Ende des Videos seht. So, der Preis ist drin. Dann gehe ich mal. Warte, dann. Oh. So. War schon ein Preis? Ja. Dann packe ich hier die Leitern hin. Erstmal, komm. Erstmal muss ich. Dann macht man hier so, so. Dann macht man hier überall Gras hin, weil wir wollen später auch eine Falle platzieren, wo wir ein bisschen Fake-Gras brauchen. So, zack. Okay, dann ist hier der Eingang. Und wie wir es wissen, bräuchten wir einmal hier dieses Teil. So. Und dann brauchen wir noch das hier und das hier. Ich glaube, das hier ist besser. Bin mir nicht sicher. Ja, so. Ich sehe nichts. Was habe ich hier getan? Was ist denn los? So. Okay, ich hab's. Hey! Was war hier? Ich bin gerade am Bauen. Ich sehe mein Labyrinth nicht. Hoffentlich ist nichts kaputt. Vielleicht ist es kaputt, vielleicht auch nicht. Okay, hier sieht alles in Ordnung aus. Oha, wie weit bist du denn schon?
Hier, ich muss mich beeilen. So. Ja, ich bin schon sehr weit. Wie heißen die? Conveyor oder so heißen die? Ja. So heißen die vielleicht. So, zack, zack. So, zack. Oh, ich habe eine richtig gute Idee, was ich mache. Was denn? Das sage ich dir doch nicht. Was mache ich denn hier? So, zack. Richtig gute Frage. So, zack, zack, zack. Weil man kann hier nicht springen. Wir müssen ja fair bleiben. Wir wollen es nicht zu hart für dich machen. Ich glaube, ich habe meins richtig gut gemacht. Okay, dann bin ich mal gespannt. So. Ups. Ups. Was denn los? Es ist schwierig bei mir gerade irgendwas zu machen, weil... So, okay, ich hab's geschafft. Ace it. So. So, jetzt hab ich's. Ups. Okay, ich bin fertig. Gleich. Zack. Machen wir so. Zack. So. Zack, zack, zack. Zack. Okay. Okay, zack, zack, zack. Ich bin gleich fertig. Ich würde sagen, ich bin der krasseste. Nein, das bist du nicht. Ich bin auch gleich fertig. Dort. Okay. So, zack, zack. Ich frage mich aber, was du mir für einen Preis gebaut hast. Oh ja, der ist richtig nice. Ich weiß ja nicht, ob der richtig nice ist. Nein, ich habe was kaputt gemacht. Nein, 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 nein. Okay. Okay, dann beeile ich mich jetzt mal schnell, dass ich auch fertig werde, dass wir endlich die Labyrinthe machen können. So. Ich brauche jetzt nochmal Acid. Habt ihr das aus Versehen gelöscht? So, zack. Ups. So. Es ist echt schwer, hier irgendwas zu machen. So, zack, perfekt. Bist du echt fertig schon? Ja. Okay, dann brauche ich hier Grass Covering, heißt es, glaube ich. Ja, genau. So. Und Leute, denkst du, Dandy wird reinfallen oder wird Dandy nicht reinfallen? Ich werde auf keinen Fall reinfallen. Ich glaube, du musst einmal reinfallen. So, zack, zack, zack. Okay, dann so. Warte, 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 ich brauche noch ganz kurz brauche ich noch. So. Zack, 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 perfekt. So, perfekt, dann packen wir das hier so hin. Einmal so und so. Okay. Und dann müssen wir noch hier Laser machen, ganz kurz. Tut mir leid, ich muss leider Laser machen. Ja, ich hab schon Laser bei mir. Ja, ja, ich wusste ja, dass du immer schon mal jetzt möglich. Machen wir so. Okay, dann sollte ich jetzt eigentlich alles haben? Oh, warte mal. Ich kann das leider hier nicht so, 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 so. Okay. Und ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Okay. Mach mein Inventar leer.
So, Spawn Point. Und ich würde mal sagen, du fängst erstmal mit meinen an. Okay, dann mache ich kurz Spawn Point hier. Spawn Point. Okay, dann fangen wir auch mal direkt an. Okay, was ist das hier für... Ach nein, ich falle da doch wieder. Ah, ich bin im Game Mode. Warte, ich muss kurz Game Mode 0. Ich wusste doch. Irgendwas stimmt hier nicht. Also ich muss durchspringen. Catnip-Körper ist so komisch. Ich muss in eine Richtung auswählen, ne? Ja, das ist so blöd gemacht hier wieder. Ja, wer sagt denn, dass du in eine Richtung musst? Keine Ahnung. Hier ist ein Block. Okay, ne. Okay. Oh, was? Du überspringst? Oha, das hätte ich nicht gedacht. Oha, wie weit du springst. Ich bin ein Pro-Player. Die sind echt hart. Okay. Ah, okay, da habe ich die schon mal genommen. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ja, hier kann man, nicht abbauen. Das ist so blöd. Okay. Nochmal. Die Frage, ob ich nochmal eigentlich hier hin muss. Ja, okay. Er hat's nicht gesehen. Was habe ich nicht gesehen? Och Mann. Okay, ich habe hier anscheinend das Loch nicht gesehen. Aber es war auf jeden Fall hier. Ich sehe es. Och nein. Ich wusste doch, dass der nie reinfällt. So. So schwer ist es eigentlich auch nicht. Es ist einfach nur. So, jetzt mache ich mich klein. Geh hier durch. Ja, du gehst da jetzt durch. Du bist im krassen Catnip-Labyrinth immer noch. Jetzt mache ich mich hier wieder klein. Dann mache ich mich groß. Dann cheate ich hier mal ein bisschen. Okay. Und jetzt nochmal klein. Fake-Tür irgendwo. Ja, muss ja eine Fake-Tür sein. Eine Fake-Tür ist hier bei den Lasern wahrscheinlich, aber... Nein, also du guckst nicht genau. Ist hier doch noch ein Loch? Guck mal genau. Du gehst. Oh, wo ist denn hier das Loch? Guck mal ganz genau. Man sieht es doch schon. Man sieht es? Ich sehe es nicht, Buffalo. Ah. Ja, gut. Muss man natürlich wissen. Und hier ist ein... Ist das schon die Belohnung? Das ist die Belohnung. Okay, kann man hier irgendwo raus? Nee, man muss hier wieder zurück. Achso, okay. Okay, was habe ich denn? Warte mal, ich muss mal gucken. Warte, ich habe GTA 5 bekommen wie die PlayStation 4. Ja, du hast GTA 5 bekommen. Jetzt kannst du endlich GTA 5 Videos machen. Und warte mal, ein Auto? Das Auto sehe ich irgendwie bei mir auch nicht. Du hast mir ein Fake-Auto geschenkt. Nee, guck mal, man kann... ich freue mich über die PlayStation 5. Das ist das Auto 5. vom Blauspar... wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Vom SpongeBob? Meerjungfrau, Mann und... Ach so, das Bürger... Nee, unsichtbare Bootmobil. Ja, das ist das unsichtbare Bootmobil. Okay. Siehst du das nicht? Dann mach Spawn Point und gönn dir. Okay, Spawn Point. Game Mode 0, weil ich nicht so schummle wie du. Und dann let's go! Fallen wir mal in das erste Loch rein, so. Alter, wie schaffst du das hier durchzukommen, ohne reinzufallen? Oh, ach, weil ich zu schnell gelaufen bin, ach so. Krasser Trick. Ach so, okay. Warte mal, hier ist in der Ecke auch ein, ach so, alle zwei, ach so. Manchmal auch alle drei. Man kann ja mit Shift, na, was? Nein, warte, ich hab hier ein... Ach. Schafft man das überhaupt? Ich muss das kurz mal testen. Ja, man schafft es. Ja, Buffalo. Das wird, glaube ich, hier ein bisschen dauern. Aber deins ist ein bisschen einfacher als meins, weil bei dir war es ja so, dass ich ja hier die Dingste hatte. Alle zwei Meter gefühlt. So ein ich bin so schlecht. Du gehst jetzt mal drauf, weil Lava macht extrem viel Schaden. Hast du noch einen anderen Eingang? Nee, ist der einzige Eingang. Was ist das da? Am Arm? Zeig mal. Das ist ein riesiger Laser hier. Ach, das ist ein Laser, den sehe ich gar nicht. Ach so. Jetzt hast du ihn gespürt. Lass mich das Wetter wegmachen. So.
Weil das Wetter wollen wir hier nicht haben. Also so einfach ist das Labyrinth wie nicht, wie oft du schon draufgegangen bist. Der ist schwer. Das also schaffst du nicht. Ich habe den gerade getestet, man schafft ihn, aber ich glaube, du kriegst das nicht hin. Okay. Ich bin halt kein Minecraft-Profi, so wie du. Okay. Dann zeig mal jetzt mit der Hilfe. Jedes zweite. Flo. Kann nicht so schwer sein. Ist es doch auch nicht. Ist sie auch ein Laser? Warte mal. Bist du? Ah, man darf. Du hast einen Block übersprungen. Das darf man nicht. Das gilt wie eine Wand. Ach so. Ah. Wow. Aber. Ja, eigentlich darfst du das nicht. Okay, dann lege ich das wieder zurück. Nein, nimm es. Das ist okay. Ich gehe wieder zurück hier. Darf ich das nicht? Nein, also ich hätte das zubauen müssen. So jetzt. Das ist wie eine Wand quasi. Okay, so da darf ich auch nicht lang. Ich mach das jetzt zu. Dann war es das auch hier. So, diesmal schaffst du es. Ja, diesmal schaffe ich es echt. So, alle zwei hast. Ja, Freundchen, wie geht's jetzt weiter? Ach so, ich muss mich klein machen. Tja, wo findest du das jetzt? Ich hab schon gefunden. Nein! Du hast es schon gefunden. Ich hab die Tür aufgemacht. Warum bin ich so schnell auf einmal? Ach so, du denkst, das ist. Also, hier gibt es gar nichts. Das ist nur eine Fake-Tür. Also ist hier noch woanders eine Tür? Du musst am Anfang nochmal für die Kleinmachdinger. Kann sich eigentlich schlecht Kill machen direkt. Nee, ich gehe jetzt so zurück. So, okay. Es ist. Du musst hier draußen suchen. Das ist mein Tipp. Ach, draußen, okay, dann mach ich so, zack. Draußen suchen, dann ist irgendwo ein. Ach. Ja, ich sagte mal, Labyrinth ist nicht so einfach. Ohne Tipps ist es echt nicht einfach. Wer versteckt unter der Hand eine Kiste? Jetzt habe ich Angst, dass du noch irgendwo anders eine Kiste versteckt hast. Nee, das war's. Buffalo, der schlechteste Jump'n'Runner, by the way. Ich bin nicht schlecht, aber ich habe keine Geduld. Das ist das Problem. Okay. Sind wir dann schnell hier durch? Dann sind wir hier. Okay, jetzt müssen wir achten, dass hier nicht noch mehr sind. Da ist eine Kiste, komme ich so dran? Da ist nichts drinne. Ja, ist einfach nur so eine Fake-Kiste. So, dann nehme ich diese Teile raus. Hier bin ich ja schon lang gegangen. Okay. Okay, jetzt muss ich hier ein goldenes Schloss knacken. Kriegst du das hin? Mein D funktioniert nicht. Also, es funktioniert mein D, aber wenn ich einmal D drücke, kann ich nicht mal wieder zurückgehen. Irgendwie ist meine Tastatur kaputt. Ups. Achso. Okay. Und was nur? Was? Ich schenke dir die GTA-CD wieder zurück. Das will ich nicht. Ich möchte GTA 6 haben. Tja, das ist halt noch nicht draußen, Buffalo. Ach, Mann. Nee. Leute, schreibt in die Kommentare, welches Labyrinth besser war. Das Dogday-Labyrinth oder das Catnap-Labyrinth. Und wenn ihr mehr von Labyrinth-Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, gebt ihm wieder einen Daumen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.